Was müsste denn Ihrer Meinung nach passieren, um diese massiven Preissteigerungen abzufedern? Naja, also diese Entwicklungen, die wir jetzt sehen, das sind natürlich Entwicklungen, die auf Spekulationen beruhen. Also es ist massiv spekuliert worden, denn wenn man sich die Fördermengen vom Treibstoff oder vom Rohöl eigentlich weltweit anschaut, dann hat sich hier nichts verändert. Es ist auch bis jetzt keine Verknappung eingetreten. Das heißt also, der Preis ist den Spekulationen geschuldet, zum einen. Zum anderen, glaube ich, müsste man diesen Spekulanten einmal zeigen, dass diese Spekulationen sinnlos sind und dass man seitens des Staates eingreift, um das zu unterbinden. Das heißt also, wenn man hergeht und die Steuerlast ein bisschen mindert, die massiv ist momentan in Österreich gerade, dann könnte man hier rasch für eine Entspannung sorgen und diesen Spekulationen auch ein Ende bereiten. Nur offensichtlich hat die Bundesregierung überhaupt keine Lust, über das Thema auch nur zu reden. Die stehen sich irgendwie gerade tot und verstecken sich irgendwo. Aber im Prinzip ist das ein massives Problem, das wir momentan haben. Und wie gesagt, wäre mit einem einfachen Beschluss oder mit einer Verordnung relativ schnell zu lösen. Runter mit der Mineralölsteuer, runter mit der Mehrwertsteuer. Und dann könnten wir, ähnlich wie es auch hier in Ungarn zum Beispiel der Fall ist, eine Spritpreisdeckelung vornehmen und den gröbsten Druck von den Menschen mal nehmen. Was würde Ihnen da vorschweben? Eine komplette Aussetzung der Mineralölsteuer würde 40 Cent bringen. Würde das reichen oder müsste man zusätzlich Ihrer Meinung nach auch noch bei der Mehrwertsteuer runtergehen, um noch einen größeren Effekt zu erzielen? Ja, wir brauchen den größtmöglichen Effekt, weil die Leute wissen schon immer mehr, wie sie sich das Leben leisten sollen. Sie dürfen nicht vergessen, dass auch die Corona-Politik die Menschen wirklich vor enorme finanzielle Belastungen gestellt hat. Kurzarbeit, manche Menschen mussten sogar ihre Mieten stunden, die müssen sie jetzt zurückbezahlen. Jetzt kommen noch die hohen Preise dazu. Also alles, was geht, sollte man hier in diesem Sektor möglich machen. Man muss jedenfalls mit der Mineralölsteuer runtergehen und auch die Mehrwertsteuer könnten wir noch, das wäre auch im europäischen Rahmen möglich, von 20% auf 15% absenken und dann könnten wir rasch für Entspannung sorgen. Nur wie gesagt, momentan fühlt sich in der Bundesregierung niemand zuständig und im Gegenteil, man profitiert sogar noch von der Krise, denn der Finanzminister greift momentan bei einem Tank Diesel, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das 60 Liter sind, dann kostet das momentan um die 120 Euro und von diesen 120 Euro schneidet der Finanzminister aktuell 60 Euro knapp mit. Ja? Und das ist ein Zustand, der unhaltbar ist und nicht böse, aber man kann da nicht die Bürger für die vollkommen verfehlte Politik dieser Bundesregierung verantwortlich machen und die dann im Sinne der Wegelagerei so ausrauben, wie es momentan der Fall ist. Jetzt sind die Spritpreise das eine, das andere sind die Energiepreise, aber es zieht sich natürlich in allen Lebensbereichen durch, geht bis hin zum täglichen Lebensmitteleinkauf, der auch teurer wird. Bräuchte es Ihrer Meinung nach so etwas wie einen Teuerungsbonus, also eine Einmalzahlung? Also die Einmalzahlungen, die werden ganz dringend erforderlich. Wir haben auch im Zusammenhang mit dem Spritpreis gesagt, wir fordern hier eine Sofortzahlung von 300 Euro, damit man das mal ein bisschen abmildern kann, die Belastung, die momentan über die Menschen hereinbricht. Also das wäre auf jeden Fall nötig. Und dann muss man sich sowieso überlegen, wie man auch am Energiesektor weitermachen möchte. Ich finde es ja nur spannend, dass die Bundesregierung jetzt zum Bewusstsein gelangt ist, dass wir eigentlich relativ viel Gas importieren und dann irgendwelche Urlaubsreisen in die Vereinigten Arabischen Emirate unternimmt, ja, um dann dort mit dem nächsten politischen System zu verhandeln, das auch demokratiepolitisch eher fragwürdig ist. Ja. Das ist ja schon fast eine Karikatur der Geschichte, wenn die Frau Gewessler jetzt in den Arabischen Emiraten herumläuft und dann dort versucht zu verhandeln in einem Land, wo es die Todesstrafe gibt, wo es die Scharia gibt und wo im Übrigen, weil es den Grünen gerade immer so wichtig ist, auch die homosexuellen Rechte nicht nur mit Füßen getreten werden, sondern das sind absolut Menschen zweiter Klasse dort und die haben drakonische Strafen zu befürchten, wenn sie sich zu ihrer Sexualität bekennen. Sie haben es schon angesprochen, es gibt diese massive Abhängigkeit vom russischen Gas, aber wie sollen wir Ihrer Meinung nach damit umgehen? Auch da gibt es ja unterschiedliche Ansatzpunkte derzeit. Die USA, die haben überhaupt gesagt, sie stoppen alle Öl- und Gasexporte aus oder Importe aus Russland. Die EU ist da nicht ganz so scharf vorgegangen. Da hat man sich jetzt gerade mal dazu committed, innerhalb des nächsten Jahres zwei Drittel den Gasimport zu reduzieren. Aber müssten wir nicht eigentlich auch angesichts dieser schrecklichen Ereignisse in der Ukraine hier jetzt wirklich sagen, ab sofort kein Russengas mehr?
Ja, wenn man dafür in Kauf nimmt, dass es jetzt im Winter bei uns dann einfach kalt wird, dann kann man das so machen. Aber ich möchte schon auf eines hinweisen. Man muss das ein bisschen entkoppelt sehen. Wir sind alternativenlos, was Europa betrifft. Und die Amerikaner können schon leicht Embargos machen, aber die haben selber genug Gas und selber genug Öl, das sie produzieren, um ihren eigenen Bedarf zu decken. In Österreich ist das leider Gottes anders. Ja, das ist sicherlich eine Verfehlung der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass man sich hier wirklich in eine Richtung abhängig gemacht hat. Aber Fakt ist, dass es so ist, wie es ist. Und deswegen wird man eine Möglichkeit finden müssen, wie man das überbrückt, bis man natürlich Alternativen hat. Und eben stellen wir aber weitest die Frage, was sollen die Alternativen sein? Also mit den Windrädern, die die Frau Gewessler jetzt aufstellen will, die stehen dann vielleicht in 5 Jahren da, werden wir das nicht abdecken können. Denn wenn man sich anschaut, wie viel Strom wir produzieren mit Photovoltaik und Windrädern, dann sind das in etwa 10% des Gesamtenergiebedarfs Österreichs. Das muss man sich nur mal vorstellen. Das heißt, also wir brauchen 300 Terawattstunden für die Versorgung Österreichs an Energie. Und davon machen bis zum Jahr 2030 10% dieser erneuerbaren Energien wie Solar- und Windräder aus. Ja? Also das heißt, 10% können wir bis 2030 abdecken und den Rest werden wir uns überlegen müssen, wie es geht. Und eines kann ich auch sagen, also jetzt dann mit einem Shift des Fracking-Gas, das umweltschädliche Fracking-Gas von Amerika herüber zu importieren, wird wohl auch nicht die Lösung sein. Also ich denke, man muss der Realität ins Auge blicken und muss überlegen, wie man das in Zukunft macht. Und noch eines, die Gasimporte Russlands, die bestehen seit Jahrzehnten. Und das war auch in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges der Fall, dass das funktioniert hat. Also ich glaube, das muss man differenziert sehen. Auf der einen Seite sollte man nicht mit der Versorgungssicherheit Österreichs spielen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich langfristig andere Optionen überlegen. Aber jetzt zu sagen, wir drehen alles ab, finde ich unheimlich interessant, weil damit gibt man der Wirtschaft und den Menschen in diesem Land gleich den zweiten Tritt nach dieser vollkommen verfehlten Corona-Politik, wo man schon einmal mutwilligst mit Lockdowns und sonstigen die Wirtschaft gegen die Wand gefahren hat. Jetzt gibt es durchaus Kritik an der Position der FPÖ gegenüber Russland. Warum wird von Seiten der FPÖ dieser Angriff der Russen auf die Ukraine nicht schärfer verurteilt? Also es ist in jeder Wortmeldung von uns noch zutage gekommen, dass wir das natürlich absolut verurteilen, wenn hier mit Waffengewalt und Menschenleben solche Konflikte ausgetragen werden. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das wird verurteilt, das haben wir auch immer gemacht. Die Frage, die wir nur aufgeworfen ist das, ob wir uns als Land richtig verhalten, als neutrales Land, das völkerrechtlich sich verpflichtet hat, neutral zu sein. Ob man da in die Kriegsrhetorik der NATO mit einschwingen muss, stellen wir einfach in Frage und das wird auch weiterhin so sein. Das heißt, also als neutrales Land hat man sich nicht auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Das fordern wir ein. Und was das Ergebnis davon ist, das sehen wir ja bereits. Denn Russland hat uns ja bereits auf die Liste der unfreundlichen Länder gesetzt, ja, und hat uns auch wissen lassen, dass man an unserer Neutralität zweifelt und das auch in Zukunft berücksichtigen wird. Also das heißt, hier hat der Kampfrhetoriker Nehammer und seine grünen Freunde schon innerhalb von wenigen Wochen das zerstört, was wir uns über Jahrzehnte aufgebaut haben, nämlich ein gutes Image in der Weltpolitik und vor allem auch ein neutrales Image und vor allem auch das Wissen darüber, wie man solche Verhandlungen einleitet, führt und wie man aus neutraler Ort auch solche Verhandlungen entsprechend in die richtige Richtung fördern kann. Ich würde noch gern zu einem weiteren Thema kommen und zwar zu Corona. Wir haben seit mittlerweile 14 Tagen eigentlich einen Tag nach dem anderen mit neuen Rekordzahlen, heute schon wieder über 50.000 Neuinfektionen. Es soll jetzt wieder Verschärfungen geben, die Maskenpflicht wird wieder eingeführt. Ist das angesichts der jetzigen Zahlen Ihrer Meinung nach in Ordnung? Die FPÖ war ja eigentlich immer gegen neue Maßnahmen. Nein, ich finde diese Maßnahmen absolut nicht in Ordnung. Man sollte endlich einmal damit aufhören, die Leute zu schikanieren. Denn eines ist jetzt auch klar, ja, wenn wir jetzt doch eine relativ hohe Durchimpfungsrate haben, dann hilft diese Impfung offensichtlich nichts oder wirkt zumindest nicht so, wie es erwünscht ist. Ist auch nicht das schärfste Schwert im Kampf gegen Corona. Sogar der Gecko-General im Tarnanzug hat mittlerweile eine Corona-Erkrankung hinnehmen müssen. Ja. Da müssten wir einfach mal überlegen, ist das die richtige Strategie, die man hier fährt. Ja. Die Ansteckungen, die finden statt, das ist klar. Auf der anderen Seite müsste man mal überlegen, wie man damit umgeht. Und vor allem die Omikron-Variante ist eine Variante, die in der Regel sehr, sehr mild verläuft. Ja. Ist niemandem zu wünschen, dass er erkrankt, keine Frage. Aber wenn man es bekommt, dann sind es in der Regel milde Verläufe. Und die muss man jetzt einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Ja. Mir wäre es wichtig, dass man im Zusammenhang mit der Corona-Politik das macht, was wichtig wäre, und zwar Risikogruppen besser
schützen, das heißt auch medizinisch betreuen, wenn sie sich infizieren. Damit könnte man natürlich den Druck von den Krankenhäusern nehmen, wenn man die schon bei Infektion einfach entsprechend betreut. Und das sollte man machen. Und ansonsten muss man aus meiner Sicht die Dinge seinen Lauf lassen und dann wieder eine Maskenpflicht zu verordnen, dann vielleicht wieder einen Lockdown, dann wieder irgendwelche, dann wieder die Ungeimpften zu schikanieren und zu Menschen zweiter Klasse zu erklären und so weiter. Also das ist ein Zustand, der für mich absolut nicht haltbar ist und wo ich mich auch wirklich massiv dagegen ausspreche. Aber jetzt haben wir mittlerweile 500.000 Menschen, die mit Corona infiziert ist und in Quarantäne ist. Das Ganze ist ja auch ein volkswirtschaftliches Problem mittlerweile. Man kann die Pandemie derzeit nicht einfach so weiterlaufen lassen, weil es gibt gewisse Bereiche, auch Spitäler, Pflegeheime, die sagen, wir können den Betrieb kaum aufrechterhalten, weil so viele Mitarbeiter in Quarantäne sind. Ja, das volkswirtschaftliche Problem ist aus meiner Sicht schon in den letzten 2 Jahren passiert, weil wir mittlerweile 67 Milliarden Euro für Lockdowns und sonstige Blödheiten ausgegeben, ja, und unsere Wirtschaft damit nachhaltig geschädigt. Und auch diese Preissteigerungen, die es jetzt gibt, die hängen natürlich auch mit dieser Politik zusammen. Also der volkswirtschaftliche Schaden ist schon längst angerichtet. Jetzt wäre es aus meiner Sicht wichtig, die Wirtschaft sich wieder entfalten zu lassen, einmal aus diesen ganzen Lockdown-Geschichten rauszukommen und einmal versuchen, einen angesichts der ohnehin schwierigen Umstände, auch mit der Ukraine-Krise, jetzt einmal einen halbwegs normalen Lebensverlauf da wiederum sicherzustellen. Aber wenn man jetzt schon wieder damit beginnt, Leute einzusperren, Masken zu tragen und Sonstiges zu tun, dann ist man hier vollkommen auf dem Holzweg. Abschließend noch zu einem weiteren Thema. Der Untersuchungsausschuss hat diese Woche pausiert. Nächste Woche geht es weiter. Was steht denn da alles am Programm? Ja, nächste Woche wird recht spannend. Wir werden uns weiterhin mit dem tiefen Staat auseinandersetzen, auch mit der Justiz. Es wird auch interessant im Zusammenhang mit den Chats von Thomas Schmidt, alles was rund um die Steuererleichterungen von Sigi Wolf zu tun hat und so. Das sind also die Dinge, die wir nächste Woche besprechen werden und da erwarte ich mir schon einige sehr, sehr interessante Erkenntnisse. Sind eigentlich in den vergangenen Befragungen Ihrer Meinung nach schon spannende Dinge ans Tageslicht gekommen? Weil als medialer Beobachter hat man ja eher den Eindruck gewonnen, dass das ein bisschen ein Hickhack war zwischen der ÖVP und den anderen Fraktionen, wer jetzt wie befragt wird. Ja, da muss man ein bisschen differenzieren. Also die ÖVP hat die Befragung von Kanzler Nehammer dazu genutzt, wirklich eine Abwehrschlacht der Sonderklasse hinzulegen. Also Wolfgang Sobotka ist seinem Ruf, ein Soboteur zu sein, wirklich nachgekommen und hat also wirklich die Befragung nahezu unmöglich gemacht im Fall von Kanzler Nehammer. Wir haben alternativ dazu gesehen, wie man auch wirklich einen Vorsitz führen kann. Das hat die Frau Präsidentin Pures gemacht. Und da haben wir aus meiner Sicht schon sehr viel weitergebracht. Vor allem die Befragung des Sektionschefs aus dem Finanzministerium war aus meiner Sicht sehr interessant, weil uns der einen Einblick gegeben hat, wie Thomas Schmidt in diesem Ministerium geherrscht hat, was er sich erwartet hat, wie er auch Beamte dazu ermuntert und ermutigt hat, Dinge zu tun, die nicht sauber sind. Er hat sich ja dagegen ausgesprochen und ist ja dann auch bei Thomas Schmidt in Ungnade gefallen. Also das war für mich eine sehr, sehr interessante Befragung und ich denke, dass wir in dem Zusammenhang auch noch weitere Erkenntnisse bekommen werden. Thomas Schmidt und Sigi Wolf sind ja nicht erschienen zu ihren Zeugenladungen. Wie wird der Ausschuss jetzt weiter damit vorgehen? Es haben ja beide jetzt, glaube ich, mal eine Beugestrafe bekommen. Werden sie jetzt noch einmal geladen? Gibt es ja schon einen Terminvorschlag? Ja, es sind jetzt die Beugestrafen, wie Sie richtig sagen, sind bereits ergangen. Dann wird es einen neuen Termin geben. Wenn sie dort nicht kommen, dann ist die nächste Konsequenz eine Vorführung durch die Polizei. Und das kann man sich sicher sein, dass wir das auch durchsetzen werden, wenn man weiterhin mit dem Untersuchungsausschuss Katz und Maus spielt. Sie sagen, wenn die nicht freiwillig kommen, dann lassen Sie sie mit der Polizei vorführen? So ist es. Das ist die nächste Konsequenz und das ist auch eine Möglichkeit, die wir im Untersuchungsausschuss haben. Und die Möglichkeit werden wir auch nutzen, wenn man uns weiter auf der Nase herumtanzt. Herr Wenecker, vielen Dank und schöne Grüße nach Ungarn. Vielen herzlichen Dank. Wiedersehen.